Business Talk Statement. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast möchten wir Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und Hinweisen unterstützen und Sie bei der Entwicklung zum Unternehmer noch erfolgreicher machen. Aber auch als etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch: Wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info@businessdoc.online. In der heutigen Podcast-Serie oder Folge möchten wir ein drittes Podcast-Kapitel eröffnen unter dem Motto Statements. Statements werden kurze Alltagssituationen aus meiner täglichen Beratung aufgreifen, die sehr häufig nachgefragt werden. Ich finde es übrigens super, dass Sie das nachfragen, denn das zeigt uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht nochmal, weil es auch sehr häufig nachgefragt wird, ein kleiner Auszug aus unserem Leistungsspektrum. Ich bin in der täglichen Arbeit damit befasst, die Ist-Analyse einer Arztpraxis aufzugreifen, gerade bei einer Übernahme. Es geht um eine Strategieentwicklung, wie kann eine Praxis übernommen oder wie kann in eine Praxis eingestiegen werden. Wir machen die betriebswirtschaftliche und finanziellen Pläne für eine Praxis, also auch den Businessplan, eine Zukunftsbetrachtung oder auch unter dem Einblick in die Vergangenheit. Wir sind bei der Verhandlungsunterstützung dabei, also bei allen Übernahmegesprächen mit Abgeber, Übernehmer, Beratern, also Steuerberater, Rechtsanwälte, sind so ein bisschen das Bindeglied in dem Moment. Wir machen aber auch die Wertermittlung einer Praxis. Wir geben Handlungsempfehlungen für die Praxisplanung. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Finanzierung und natürlich auch der Absicherung von Risiken und Vermögen. Das soweit zu unserem Leistungsspektrum noch einmal. Und bei den Statements wird es jetzt so sein, ich habe diese Statements vorbereitet, die sind auch immer in den Shownotes verlinkt und die können Sie genau noch so nachlesen. Und unser heutiges Thema bei den Statements ist die Kaufpreisverhandlung. Kaufpreisverhandlung, ein wirklich spannendes Thema. Wer in eine Praxis einsteigen will oder eine Praxis übernehmen wird, der sieht sich irgendwann den harten Fakten der Kaufpreisverhandlungen gegenüber. Dazu erfährt man von Freunden oder auch von schon niedergelassenen etablierten Kollegen oder auch von Beratern, wie knallhart diese Verhandlungen verlaufen und wie verhandlungssicher die Akteure dabei agieren. Meine Erfahrung? Machen Sie sich davon frei. In den seltensten Fällen ist das der Fall. Bei der Praxisübergabe sehen sich Abgeber und Übernehmer häufig erstmalig mit diesem Thema konfrontiert. Über den Preis wird oft erst nach dem ersten Abklopfen oder auch noch deutlich später verhandelt. Es ist also in der Zwischenzeit ein Vertrauensverhältnis entstanden, sonst wären alle Akteure wahrscheinlich gar nicht bis zum Kaufpreisgespräch gekommen. Anhand von objektiven Bewertungsmethoden lässt sich der Preis einer Praxis gut ermitteln und damit besteht eine gute Grundlage für einen Praxiswert. Was es jedem Einzelnen wert ist, wird oft in Ruhe und ohne große Emotionen besprochen. Der Abgeber möchte Preis X, der Übernehmer möchte Preis Y. Gern möchte man aber auch noch später zusammenarbeiten, Praxisvertretungen machen oder gar den Rat des Kollegen einholen. Und deshalb wird hier nur sehr selten knallhart verhandelt. Nach dem Motto, erst verhandeln wir knallhart und später fallen wir uns freudig um den Hals. Besprechen Sie also dieses Thema zuvor mit Ihrem Berater und bereiten Sie sich gemeinsam darauf vor. Sagen Sie alles, was Sie sagen wollen, nehmen Sie kein Blatt vor den Mund, Sie können hier nichts Falsches sagen. Ähnlich bei dem Einstieg in eine Gemeinschaft. Auch hier werden Preise meist anhand von prozentualen Anteilen zuvor festgelegt, um den Verkauf auch an weitere Kollegen klar zu regeln. Und selten sind diese dann wirklich zu verhandeln. Auch hier gilt: Der respektvolle Umgang miteinander bestimmt die Gespräche. Denn wer möchte schon vor Beginn der Kooperation die Teller fliegen sehen und dann später harmonisch zusammen Patienten versorgen? Und wenn es hier schon schwierig wird, wie wird es dann erst später in alltäglichen Situationen? Lassen Sie sich also nicht von dem Geschwätz der schwierigen Kaufpreisverhandlungen schocken und sind Sie bitte nicht enttäuscht, wenn sich gute Berater mit Ihnen anhand von Fakten relativ unkompliziert und in Ihrem Sinne über den Kaufpreis verständigen. Denn Ihr Berater sollte zuvor mit Ihnen bestimmen, welcher Preis wirtschaftlich gerechtfertigt ist und welcher nicht.
Gegebenenfalls wird er Ihnen auch dann vom Kauf dieser Praxis abraten. Aber das ist dann die Grundlage für Ihre Entscheidung. An der Stelle ein kleiner Hinweis: Bei Verhandlungen mit der Industrie, bei Großpraxen, werden wir sicherlich über andere Faktoren, gerade was Kaufpreise angeht, sprechen. Dazu können wir aber später oder in einem individuellen Gespräch mehr sagen. Wenn Sie dennoch anhand von sekundären Faktoren, also Bindung an die Region, Familie und Kinder, Freunde, Kultur, Infrastruktur, Haus, Immobilie und so weiter, den Kauf trotz eines höheren Kaufpreises in Erwägung ziehen, dann kann auch das richtig und eine Ihrer ersten unternehmerischen Entscheidungen sein. Lassen Sie sich bitte nicht von umherirrenden Kaufpreisen von Arztpraxen irritieren. Selten erfahren Sie dabei den richtigen Wert. Und eine Sache noch zum Schluss: Ein Kaufpreis ist selten vergleichbar. Und wie sagte noch Reinhard Sprenger, des Glückes Tod ist immer der Vergleich. Soweit zum Statement Kaufpreisverhandlungen. Zum Schluss noch einmal vielen Dank, dass Sie mit dabei waren heute, dass Sie zugehört haben, und wir bitten Sie wie immer zum Schluss um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, wie wir in Zukunft noch besser werden können und wie wir vor allem noch weitere interessante Podcast-Interview-Gäste auch bekommen. Wichtig für uns: mehr Abonnenten, mehr Gäste, mehr Nutzen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal.